Ein Auto steht mit angezogener Handbremse auf einer abschüssigen Straße. Wie groß muss der Haftreibungskoeffizient mindestens sein, damit das Auto nicht zu rutschen beginnt? So, das rechnen wir jetzt einmal aus. Ich habe die Reaktionskräfte hier schon einmal angetragen. Das Koordinatensystem ist dabei um den Winkel Alpha gedreht. Das ist günstiger für die Berechnung. Am Vorderrad hat man einfach nur eine vertikale Stützkraft und am Hinterrad wirken die Reibkraft Fbx und die vertikale Kraft Fby. Und wir können wieder anfangen, die Kräftegleichgewichte zu notieren. Aber bevor wir die Kräftegleichgewichte notieren, schreiben wir uns einmal nochmal eine Bezeichnung für die Punkte auf. Und zwar haben wir hier vorne schon den Punkt A, hier haben wir den Punkt B und den hier nennen wir C. Und bei der Kraft G tragen wir den Winkel Alpha noch einmal an, denn wenn wir hier die Wirklinie von G einmal verlängern und die Lotrechte in dem XY-Koordinatensystem hier fällen, dann liegt der Winkel Alpha hier dazwischen. Dann kommen wir jetzt zu den Kräftegleichgewichten. Summe der Kräfte in x-Richtung ist gleich 0, ist gleich minus g mal Sinus Alpha plus Fbx. Summe der Kräfte in y-Richtung ist gleich 0, ist gleich minus g mal Cosinus Alpha plus Fa plus Fby. Summe der Momente um A ist gleich 0, ist gleich G mal Sinus Alpha mal A minus G mal Cosinus Alpha mal B. So, Fbx trägt keinen Anteil zu dem Moment bei, aber Fby plus Fby mal B plus C. Der Zusammenhang zwischen Reibkraft und Normalkraft bedeutet für das Hinterrad Fbx ist gleich μ 0 mal Fby. Das stellen wir um nach Fby. Fby ist gleich Fbx durch μ 0. Und Fbx können wir uns gleich aus der ersten Gleichung ausrechnen. Bx ist gleich g mal Sinus Alpha. Das heißt, Fby ist gleich g mal Sinus Alpha geteilt durch μ 0. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen mehr Platz. Wir können jetzt Fby in das Momentengleichgewicht einsetzen. Null ist gleich g mal Sinus Alpha mal a minus g mal Cosinus Alpha mal b plus g mal Sinus Alpha geteilt durch μ 0 mal b plus c. Das kann man jetzt in mehr oder weniger Schritten umstellen. G mal Cosinus Alpha mal B minus G mal Sinus Alpha mal A geteilt durch B plus C ist gleich g mal Sinus Alpha durch μ 0, beziehungsweise μ 0
ist gleich b plus c mal Sinus Alpha geteilt durch Cosinus Alpha mal b minus Sinus Alpha mal a. Und damit ist die Aufgabe gelöst.